Das ist auf jeden Fall ein bisschen nervigste Frage. 1, 2, 3, ich bin dabei. Ja. Da waren sehr viele. Da war sehr viel dabei. Erstmal Dankeschön. Es geht meinen Freundin, mein Verlobte sehr gut. Es geht meinem Sohn sehr gut. Das sind im Moment alle fit und gesund und munter und alles läuft schön. Die ersten Tage waren wir im Krankenhaus, da habe ich gefühlt überhaupt keinen Tagesablauf gehabt. Klar, das ist, die Wehen sind nachts losgegangen und da war ich noch nicht eingeschlafen. Also da habe ich, glaube ich, war ich 48 Stunden wach, bevor ich dann wieder schlafen konnte. Meine Frau genauso. Und da hat es schon angefangen. Aber bis also jetzt sind wir eigentlich gut wieder da. Ich habe heute Abend wieder 8 Stunden geschlafen, meine Freundin 6 im ja, Intervallen. Aber also von daher ist der Tagesablauf auf jeden Fall die ersten 2 Tage hier wieder zurück aufs Alte. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Klar, das war ja gestern um 16 Uhr, glaube ich, sind wir erst vom Krankenhaus zu Hause und erst dann geht es so richtig los, wie man spürt, das ist Papa zu werden. Im Krankenhaus dann drückst du auf einen Knopf und dann kommt der Schwester gelaufen und hilft mit dem, was man braucht. Und deswegen kommt, glaube ich, der Gefühl, Papa zu, also richtig Papa zu werden und dass das Kind halt immer da werden soll in der Zukunft. Das kommt dann erst die nächsten Tage, glaube ich. Ich würde gern, glaube ich, wieder mit Jo spielen, Jo Kimmich. Weil der hat sich so viel weiterentwickelt, seit ich mit ihm gespielt habe. Und würde gerne mal probieren, wieder ins gleiche Mannschaft zu spielen. Ja, nee, überhaupt nicht. Hoffentlich kommt er wieder zurück zu uns. Gegen wen würde ich gerne spielen? Gute Frage. Das ist schwierig zu sagen. Gegen wen? Also was lustig wäre, natürlich mein kleiner Bruder, der spielt jetzt auch Fußball, noch nicht Profi, der ist nur 15. Aber das wäre mal lustig, das mal zu probieren irgendwann. Klar, in 5 Jahren wäre er 20, ich 30. Könnte hinkommen. Am besten. Ich finde es sehr, sehr schön, dass viele Parks sind in der Stadtnähe, weil das hat man nicht allzu oft in Großstädten auf jeden Fall. Da musst du weit fahren, um grün zu sehen. Das ist eine Sache. Und dass auch hier Flüsse oder Wasser gibt, auch in der Innenstadt. Das erinnert mich so ein bisschen an Kopenhagen. Und das ist zwei Dinge, die an Leipzig sehr, sehr schön sind. Eine Krabbelgruppe, darüber haben wir noch nicht gesprochen. Da wird sicherlich irgendwas sich im Team verändern. Klar, jetzt gibt es mehrere Kinder und es sind sehr viele in der letzten Zeit gekommen. Da wird uns sicherlich uns irgendwas einfallen. Klar, im Moment können die überhaupt nicht krabbeln, die meisten auf jeden Fall nicht. Also von daher kommt die Krabbelgruppe vielleicht erst später.
der wird wahrscheinlich Dänisch zu Hause lernen. Also von daher ist er wahrscheinlich ein dänischer Sachse. Wenig, sehr wenig. Ab und zu, wenn die dänische Nationalmannschaft spielt oder wenn ich mal die Möglichkeit habe, meine Schwester anzugucken, sie ist gerade verletzt, ich spiele auch Fußball. Dann ja, aber sonst sehr wenig. Das ist eine sehr gute Frage. Das kann ich noch nicht sagen. Vielleicht, vielleicht nicht. Da müssen wir schauen, was die Zukunft bringt. Der schönste Titel. Der schönste, also klar, der schönste Titel, ich glaube, ich als Fußballer sind alle einig, dass eine Weltmeisterschaft der schönste Titel wäre. Danach eine Europameisterschaft oder ein Copa America oder woher man kommt. Das nächste wäre dann der Champions League, weil das der größte Vereinsturnier ist. Und dann danach der Bundesliga, danach der DFB-Pokal. Also ich glaube, in die Reihenfolge, glaube ich, würde jeder Fußballspieler das so einreihen. Ja. Langweiligste Frage. Ihr habt gerade 2-0 verloren. Wie fühlt es sich an? Das ist auf jeden Fall die nervigste Frage. Und du sitzt schon so und hörst die Frage an und denkst, was glaubst du selbst? Aber du musst dann beantworten in ein ruhiger Ton und dich benehmen. Ja. Ich bin nicht so der Typ, der so sich irgendwas wünscht, unbedingt, weil ein Achtelfinale an sich alleine schon geil ist. Wer der Gegner dann ist, ist eigentlich egal, weil das Ziel, um da hinzukommen, ist schon groß genug. Und der Erlebnis, das zu spielen, egal gegen welche Gegner, wäre schon Erlebnis genug. Von daher ist der Gegner für mich egal. Shay. Wie mein Papa. Das darf er selbst entscheiden, ob er Lust drauf hat oder nicht, oder dass er lieber tanzen will oder Handball spielen will oder Fahrrad fahren will. Das lasse ich ihn selbst entscheiden. Dann gucken wir mal, auf was er Lust hat. Ich habe schon von Anfang an der Saison gesagt, ich würde gerne mehr machen als letztes Jahr, mehr Scorepunkte kriegen. Also von daher muss ich über 25 Scorepunkte, glaube ich, machen dieses Jahr. Bisher gegen Pepe gespielt, da war schon unangenehm. Unangenehmste Gegner. Das ist so ein bisschen die Sache. Es gibt viele unangenehme Spieler, die halt hart reingehen, aber dann gibt es auch andere Spieler, die eine höhere Qualität haben, die schwieriger ist, gegen zu spielen, als die, die nur hart reingehen. Und schwer zu sagen, aber ich glaube, Pepe ist einer der unangenehmsten Gegner. So weit habe ich gar nicht gedacht. Noch nicht. Ich bin nur 25. das werden wir sehen. Ich stelle mir immer vor, dass ich überhaupt nichts mit Fußball zu tun habe, außer wenn mein Sohn oder Tochter oder irgendwas Fußball spielen sollte. Sonst glaube ich, dass sie nichts mit Fußball zu tun haben werden. Aber das kann man noch nicht sagen, wie das dann in 10 Jahren dann aussieht, wo man dann trotzdem Bock hat auf mehr Fußball.
Lieblingsmusikrichtung finde ich gut. Lieblingsmusiker habe ich nicht so unbedingt eine, wo ich sage, genau der. Aber Rap, R&B ist das, was ich am meisten höre und am schönsten finde. Und es kann alles von die alten Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem zu neueren Tiger, Kanye West, Chris Brown, was auch immer. Das ist so die Richtung ungefähr. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich hätte noch keinen Beruf gehabt mit 25. Ich glaube, ich hätte immer noch studiert, wahrscheinlich. Also, oder wäre gerade eben fertig geworden. Und müsste dann erstmal aussuchen, auf was ich Bock hätte. Kann ich nicht sagen. Ich wollte schon immer Fußballer werden und immer darauf gearbeitet, dass ich das erreiche. Und deswegen, ich glaube, hätte es nicht geschafft, dann hätte ich wahrscheinlich eine Richtung gehabt, wo ich gesagt habe, genau das will ich. Aber das hat dann gelungen und dann ja, hat man anderen Gedanken, als zu überlegen, was will man oder was will man nach der Karriere. Das kommt erst ein bisschen später. Zweite Take. Ah, oh, ich. Ganz klar. Da gibt's keine Frage. Also Maria, genau. Uff. Irgendwann vielleicht. Ich bin nicht unbedingt der Fan von, ich will auch gerne mein Privatleben haben. Und ich finde es so ein bisschen, wie ich auch gesagt habe, wenn ich die Frage gestellt bekommen habe, ob er Fußball spielen soll, der soll nichts, der soll machen, was er will. Und wenn ich ihn schon in die medialen Sachen schon reinbringe, dann hat er keine Wahl mehr. Und das Wahl will ich nicht unbedingt ihm wegnehmen. Dritter Take. Arbeit, Arbeit, Arbeit und mehr Arbeit. Das ist der allergrößte Schlüssel. Arbeit an die Dinge, die du kannst, aber nicht die, die Dinge, die du nicht kannst. Und mach mehr als die anderen, sonst wirst du die nie überholen. Nee. Nee. Ich wurde in der Jugend dahingestellt, ohne das spielen zu wollen. Damals war ich schon, bin immer noch gewisserweise so einer, der halt mal deine, also ich sag dann nichts und mach das, was gefragt wird. Und das war dann die Innenverteidigungsposition zu meistern. Und die haben auch schon gesehen, glaube ich, so wie ich gespielt habe, dass ich trotzdem gern offensiver spielen würde. Und hat sich dann ja, ein paar Jahre später dann geändert. Klar ist es das, was ich geträumt habe, klar ist es das, was ich gehofft habe. Das war auch meine Ziele mit der Wechsel schon damals. Ich glaube, ich habe das auch früher schon in anderen Interviews gesagt, dass es trotzdem noch schneller gegangen ist, als ich mich vorgestellt habe und was, glaube ich, alle sich vorgestellt haben. Aber genau in das Tempo, was für mich am besten war, auch für meine Entwicklung. Und deswegen ist es ja so, wie man gehofft, geträumt, gewünscht haben. Und hoffentlich geht es so weiter. Und wir ja, die nächsten Jahren
uns weiter so entwickelt und noch mehr oder noch größere Erfolge zelebrieren können. Mein Ziel. Ich will sehr, sehr gerne einen Titel irgendwann mit Leipzig gewinnen. Irgendwann. Und dann schauen wir, wir haben schon für dieses Jahr uns als Mannschaft große Ziele gesetzt. Und das ist auch genau die Ziele, die ich auch habe mit der Mannschaft im Moment. Und wir setzen uns immer den nächsten Schritt an als Ziel. Wenn wir schon irgendwas erreicht haben, dann werden wir immer das nächste erreichen. Und hat die letzten Jahre sehr gut geklappt. Und hoffen wir, glauben wir daran, dass es dieses Jahr dann noch eine bessere Leistung werden als letztes Jahr. Wir hatten die Möglichkeit, letztes Jahr unser erstes Ziel zu holen. Haben wir dann ja, nur 20, 25 Minuten daran richtig geglaubt oder richtig gut gespielt dafür. Danach haben wir verdient dann verloren. Und ich glaube, wir sind jetzt einen Schritt weiter und werden auf jeden Fall, wenn wir in ein Finale stehen werden, auf jeden Fall ein anderes Spiel abliefern, als wir im Pokalfinale gemacht haben. Doch, ich habe viele. ich glaube, jeder Fußballer hat seinen Ablauf vor dem Spiel. Man kann das Rituale, Abläufe, was heißt sonst, Habits, was heißt das auf Deutsch? Gewohnheiten, genau. Deswegen glaube ich, dass ja, jeder seine Dinge hat. Ich habe auch meine Dinge und mache fast immer die gleichen Abläufe. Und also ich könnte mir halt aufzählen, aber dann muss ich hier 20 Minuten sitzen, um zu erzählen, was ich genau Punkt für Punkt mache. Aber sie sehen fast immer gleich aus. Ja, klar. Als Kind habe ich es immer angeschaut. Das war immer bei meinen Großeltern. Das ist immer gelaufen. Jedes Mal, wenn wir dort haben, haben wir den nächsten Film dann uns geleiht und auf dem VHS-Tape da gesehen. Und ja, ich glaube, ich habe alles gesehen, was es gibt von Olsenband. Glauben, ja. Müssen daran glauben. Müssen daran hoffen, müssen darauf träumen, wenn wir eine Chance haben will. Ob das dann möglich ist, ist eine andere Sache. Aber wir glauben alle dran. ich habe sehr lange nicht FIFA gespielt. Also, aber die Werte kennt man ja immer noch. Ein paar sind okay. Ein paar sind ein bisschen unzufrieden, muss ich sagen. Ich verstehe das eigentlich auch nicht ganz, wie die das zusammenrechnen. Weil hier steht 6 verschiedene Werte. Und insgesamt 81. Wenn man das alles zusammenzählt und durcheinander machst, dann ist es nur irgendwo 70, 75, glaube ich. Also ganz zufrieden bin ich nicht, aber ist okay. Physisch, Schnelligkeit, passt ungefähr. Dribbling ist okay. Abschlüsse. Ich weiß nicht, was anderen haben, aber ungefähr. Passen und Defensivarbeit ist viel, viel zu wenig. Schnelligkeit könnte ein paar mehr Dribbling, wenn man gesehen hat, was für ein Tool ich habe Upa heute gemacht habe. Das müsst ihr mal gucken. Vielleicht kommt es online. Hin. Das ist sehr, sehr gut. Mein bester Freund. Ich unterhalte mich sehr viel mit Halstenberg. Wir sind auch Zimmerpartner, wenn wir auswärts sind. Und ja, deswegen glaube ich, ist Holste auf jeden Fall mit einer, den ich meistens unterhalte. Ob es dann gut ist oder schlecht ist, das muss dann Holste fragen. Ja,
kann ich. Zu kurzer Rückpass. Gegen. Oh, Hansa Rostock, glaube ich. Erfurt. Die waren blau auf jeden Fall. Ich weiß noch, das war in der Red Bull Arena und der Verteidiger hat zu kurz zurückgespielt. Ich bin dazwischen gekommen, hat ihn reingeschoben und hat dann ein super schönes zweites Tor sogar gemacht im gleichen Spiel mit links. Ja, ich erinnere mich gut daran. Der Gegner nicht so, aber das ist auch nicht so wichtig. ja. Man muss mich hier unbedingt aufmuntern wieder. man darf auch gern manchmal traurig sein, sauer sein, egal welche Emotionen die man hat, darf man gerne haben. Und deswegen bin ich halt sauer. Und ja, wenn ich ein schlechtes Spiel gemacht habe oder wir als Mannschaft ein schlechtes Spiel gemacht haben, versuche ich halt am meisten einfach, wenn ich nach Hause komme. Meine Freundin fragt mich immer nach dem Spiel, willst du darüber reden? Sage ich ja oder nein. Wenn ich richtig sauer bin, dann sage ich nein. Und dann lassen wir das da und reden dann über andere Sachen. Größter Traum. Ein großer Traum war, Papa zu sein. Das habe ich jetzt erfüllt geworden. Ein größter Traum. Das ist schwierig. Schwierig zu sagen, weil so viel träume ich auch nicht, weil ich habe mir eher Ziele, die ich erreichen will. Sagen wir so, auf jeden Fall, wenn es beruflich ist. Und im Privatleben erreiche ich nächstes Jahr dann auch, dann heiraten ich und meine Freundin. Und dann wäre der nächste Schritt dann Großeltern zu werden, glaube ich. Von daher, das wäre auch ein Traum irgendwann. Da habe ich schon gesehen, wie das meine Eltern und Marias Eltern die letzten Tage auch berührt. Meine Mutter ist dann zweites Enkelkind und bei Marias Eltern deren ersten. Und wie viel Emotionen daran auch liegt, das ist auf jeden Fall ein Traum. Hat er. Der war der Einzige in meiner Familie, der Fußball gespielt hat, der überhaupt Ahnung von Fußball hatten. Nicht haben, weil meine Mutter hat jetzt sehr viel Ahnung von Fußball, mehr als ich fast. Meine Schwester genauso. Aber das ist erst später gekommen. Von daher, ja, ist es. Sehr viel. Jetzt hat er Doppelbedeutung gekriegt durch meinen Sohn. Und ja, mein Papa hat immer sehr viel für mich bedeutet und habe das immer wieder im Gedanken gehabt, das spielen zu lassen. Habe ich dann erst letztes Jahr gemacht. Und dann habe ich mit meinen Freunden darüber geredet, weil man in meiner Familie oder auf jeden Fall auf meiner afrikanischen Seite diese Tradition haben, dass man immer seine Kinder nach seinen Eltern seine Kinder nach seinen Eltern nennt. Ich habe das gleiche wie mein Großpapa, meine Schwester, wie meine Großmama. Und hat meine Freundin eigentlich vorgeschlagen, dass wir dann unser Kind auch so nennen. Alles, was irgendwie eine Herausforderung ist, ist eigentlich egal, was es ist. Ob das Schach ist, Golf, Badminton, Tennis, Handball, Basketball, Brettspiele, ist eigentlich egal. Zocken auf dem PlayStation.
alles, wo man konkurrieren kann und gewinnen kann und anderen verlieren kann. Ja. Ich glaube, das, wo ich am allermeisten Emotionen gespürt habe, war der Aufstieg in die zweite Liga. Weil das war auch für mich der erste sehr große Erfolg. Ich glaube, wir haben viele schöne Momente und dann auch die Aufstieg in die erste Liga war auch schön. Aber trotzdem, die Emotionen, die wir hatten damals von der dritten in die zweiten, glaube ich, kriegt man nicht so wieder, weil es zum ersten Mal war. Und Erfolge, klar, man freut sich darüber, man hat auch immer noch die Emotionen, aber die sind trotzdem, sag mal, wenn ein Aufstieg in die erste Liga 10 von 10 kriegt, dann kriegt der Aufstieg 11 von 10. Weil da trotzdem ein bisschen extra ist, wenn das zum ersten Mal ist. Ist einfach so. Machst du dein erstes Tor, freust du dich auch mehr darüber, als wenn du dein 20. Tor machst. Ist so. Und das ist halt immer so ein Leben. Dass man sich irgendwann nicht daran gewöhnt, aber trotzdem nicht diesen übertriebenen Emotionen kriegen. Deswegen steht für mich am besten in Erinnerung die Aufstieg, die erste Aufstieg in der zweiten Liga. Ja. Ja. kann man nicht anders dazu. Einfach ja. Sehr glücklich. Nach Hause, nach Dänemark, nach Kopenhagen, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, zu der schönsten Stadt der Welt. Wenn die, die schon da waren, weiß man, was ich spreche. Die, die nicht, noch nicht da waren, fahrt dahin. Am liebsten im Sommer, aber fahrt dahin. Ich hasse diese Frage eigentlich. Weil das sind zwei übertrieben unterschiedliche Spieler. Das ist das Gleiche, wie du sagst, wenn du sagst, Emil Forsberg oder Marcel Sabitzer, das sind auch zwei brutal unterschiedliche Spieler. Spielen gleiche Position, rechts und links, aber das sind trotzdem zwei unterschiedliche Spieler und würdest du niemals vergleichen. Oder ich und Timo würdest du auch niemals vergleichen. Das sind zwei 100% unterschiedliche Spieler. Deswegen. Ich glaube, ich kann da nicht unterscheiden, weil das halt einfach zu unterschiedlich ist mit die zwei. Aber wenn man das dann anders stellt, wer will ich lieber in meinem Team haben? Ronaldo, glaube ich. Weil er einfach unfassbar vom Tor ist. Wem würdest du gerne am liebsten zuschauen, Messi, weil das einfach ja, richtig beeindruckend ist, was er macht. Doch! Wow, was ist das für eine Frage? Ein Titel oder zwei Titel? Das ist hässlich. Wenn wir jetzt zurückkriegen auf der Liste, was ist die größten Erfolge, die man haben will? WM, EM, Champions League, Meisterschaft, Pokal. Dann ist 5 und 6 gegen, oder 4 und 5 gegen 3. Kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich würde lieber zwei Titel haben als nur eine. Ich glaube, das hängt ab, was wir in, wie wir dann trotzdem auch in der Liga schaffen. Wenn wir Champions League gewinnen, aber Fünfter werden. Gewinnen wir Champions League, wird Zweiter. Da hängt vieles zusammen, glaube ich. Es hängt vieles ab. Hängt ab von der Saisonablauf, wie es gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mich. Ah, kann ich nicht.
sehr schön. Das ist schön zu hören, immer gute Rückmeldung. Das läuft sehr gut. Das läuft so, wie das laufen soll, wie wir hoffen oder gehofft haben, dass es laufen würden. Wir haben ein paar Überlegungen, was wir, ob wir was Neues eröffnen oder was unser nächster Schritt werden soll. Im Moment ja, läuft es einfach gut, läuft so wie das soll. Und wir haben ein paar Ideen, die wir probieren weiterzuentwickeln. Und vielleicht kommt dann ja, innerhalb des nächsten Jahres dann ja, das nächste Schritt, was wir gerne machen. Over and out.